So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zum nächsten Teil meiner Vorschau auf die Spiel 2022. Heute gucken wir uns mal an, was der Schwerkraft Verlag da so im Line-Up hat. Und das ist ein etwas komplizierteres Video, weil es zum einen natürlich noch viele Spiele aus dem letzten Jahr gibt, die es bisher aus diversen Gründen noch nicht nach Deutschland geschafft haben. Die sollen noch kommen, aber da gibt es auch bisher wenig aktuelle Meldungen. Ich habe zum Beispiel ganz explizit nach Schlafende Götter gefragt vor anderthalb Wochen. Da hieß es keine neue Meldung. Man weiß noch nicht, wann das Spiel kommen soll. Das liegt auch, glaube ich, teilweise gar nicht in der Hand des Verlages selbst, sondern ist halt äußeren Faktoren geschuldet. Und da, also ich hoffe, dass es in diesem Jahr noch kommt. Wird und im Prinzip alles, was jetzt hier nicht im Video auftaucht, was noch so im letzten Jahr angekündigt wurde, dafür gilt das Gleiche. Das soll kommen, es ist da, wenn es da ist und dementsprechend wird es auch hier so sein. Diese Spiele sind geplant für dieses Jahr. Da hofft der Verlag, dass die in diesem Jahr kommen. Es sind nicht abschließend alle Neuheiten, die für dieses Jahr geplant sind, sondern nur die, wo sehr wahrscheinlich ist, dass die kommen. Es kann also sein, dass ich kurz vor der Spiel noch ein neues Video mache, wo ich sage, hey, hier, dann noch so ein paar Last-Minute-Nachmeldungen und dass dann eben auch zwei, drei Schwerkraftspiele drin sind. Und eines von diesen Spielen, wo wir schon im letzten Jahr drauf gewartet haben, dass jetzt endlich da ist, ist Clonk Legacy und das ist jetzt da, das kann man bestellen, wobei hier steht eben, ne, 20 Arbeitstage ab Zahlungseingang, aber das wird irgendwie dann verfügbar sein, sodass es bald losgeschickt werden kann. Also das könnt ihr euch jetzt auf jeden Fall schon zulegen, wenn ihr euch das holen wollt. Ich habe das ja halb durchgespielt in dem Jahr, wo es rausgekommen ist. Wir haben uns einfach eine Woche getroffen, haben ganz viele Spiele gespielt. Bei Clonk Legacy sind wir nur dazu gekommen, die Hälfte der Kampagne, ich glaube 4 oder 5 Missionen, durchzuspielen. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Ist ja auch ein sehr hoch geranktes Spiel auf Board Game Geek, wobei ich auch immer fand, dass diese Legacy-Phase, wenn irgendwelche neuen Elemente aufgetreten sind, das hat den Spielfluss schon immer so ein bisschen gehemmt und reduziert und das war jetzt für mich nicht so gut, wie es zum Beispiel Pandemic Legacy war, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht und da ist Karl auch sehr neugierig drauf, weil es eben auch im Dungeons & Dragons Setting spielt und da hat Karl natürlich nochmal einen viel höheren Bezug zu. Der wird mit vielen Textstellen, Anspielungen, die man da bekommt, halt viel mehr anfangen können und dementsprechend auch viel mehr rausholen können. Aber wie gesagt, das ist jetzt eben da verfügbar. Dann gucken wir uns mal die restlichen Neuheiten an. Bitoku war ja einer der großen Hits auf der letzten Spiel. Ein Vielspielerspiel, so ja, unteres Expertenlevel, würde ich mal sagen. Schön verzahnt, habe ich euch auch ein Video zu gemacht, haben wir ein, zwei Mal live gespielt. Das wird jetzt dann in diesem Jahr eben bei Schwerkraft rauskommen. Das ist so die große Vielspieler-Neuheit, die aber natürlich sich sehr viele Leute schon auf Englisch geholt haben werden. Wer da gesagt hat, von Englisch lasse ich mal lieber die Finger, der kann sich das Ding jetzt eben komplett auf Deutsch holen. Dann ist Cäsar bei Schwerkraft angekündigt. Davon gab es ja den Vorgänger Winziger Weltkrieg oder auch wie es auf Englisch hieß, Blitzkrieg. Das ist ja auch schon bei Schwerkraft auf Deutsch rausgekommen und das ist jetzt eben der Nachfolger davon, der das Spielprinzip aufgreift, wahrscheinlich noch ein bisschen verbessert, ne, sehr ähnlich, das heißt, ne, zwei Spieler spielen gegeneinander, wir haben unter unserem Sichtschirm irgendwelche Einheiten, die wir auf diesem Spielplan platzieren können und dann will man da irgendwie Mehrheiten in bestimmten Gebieten haben und ja, das habe ich auf Englisch noch nicht spielen können, das war letztes Jahr zur Spiel nicht verfügbar, ist im Zoll stecken geblieben, jetzt kommt es dann eben auf Deutsch raus und es gilt natürlich generell wieder, wie immer in den letzten Jahren, Schwerkraft arbeitet nicht so mit Rezensenten zusammen, wie es andere Verlage tun, daher werde ich euch hier wirklich, wenn, dann nur sehr ausgewählt Titel zeigen können, eigentlich fast gar keine, das ist halt leider so, aber dafür ist halt auch der Markt an Neuheiten viel zu groß. Wenn da halt andere Verlage die Rezensenten dementsprechend versorgen, dann zeige ich euch die. Hier muss man leider immer den Weg über die englischen Verlage gehen, hoffen, dass die einem dann Rezensionsexemplare irgendwie zukommen lassen und ja, da arbeite ich natürlich immer dran, da versuche ich immer, die Spiele schon zu bekommen, bevor sie auf Deutsch da sind, dann ist immer die Chance am höchsten. Sag, das hätte ich mir auch sehr gerne angucken, mal gucken, ob das irgendwie klappen wird. Manchmal steht noch so Hoffnung in der Spieleburg, wenn da Exemplare dann rumstehen und offen sind, aber auch da alles nicht so ganz einfach, leider immer. Der Ringkrieg wird auch neu erscheinen jetzt bei Schwerkraft, das finde ich ganz spannend, weil ich habe mir das noch nicht genau angeguckt, aber es gibt ja gerade eine Ringkrieg-Variante, die eben das Dune-Setting hat, also der Fluss an Dune-Spielen hört auch in diesem Jahr nicht auf und ja, dementsprechend, das Ding ist ja auch schon echt mittlerweile ein bisschen älter, hatte wohl gerade scheinbar keinen deutschen Verlag mehr. Jetzt bringt Schwerkraft das Ganze eben neu raus und das ist nach wie vor ein gutes Spiel. Habe ich halt vor 15 Jahren oder so, ich glaube das ist 2005, 2007 rausgekommen, auch sehr viel gespielt.
Heute ist es dann auch wahrscheinlich eher was für Liebhaber, weil es da eben doch schon modernere, rundere Spiele gibt, die auch nicht ganz so lang sind, die nicht ganz so 100.000 Extra-Regeln haben. Aber ich habe das damals wirklich sehr gerne gespielt. Jetzt kann man es dann eben demnächst auch wieder kaufen und muss keine horrenden Schwarzmarktpreise dafür zahlen. Dann die Erbauer von Teotihuacan. Da habe ich euch schon ein Video zu gemacht. Da hat nämlich netterweise der englische Verlag mir ein Spiel zugeschickt und dann konnte ich das eben spielen, euch zeigen, euch da ein Video zu machen und da könnt ihr schon mal reingucken, ob das was für euch ist oder nicht. Ist zwar im Original vom gleichen Verlag wie Teotihuacan, hat aber ansonsten wenig damit zu tun. Das sieht erstmal aus wie so ein Tetris-Teillegespiel, aber das ist nur sehr eingeschränkt, weil diese Teile, die wir hinlegen, damit können wir Ressourcen generieren und müssen halt gucken, dass wir irgendwie Ressourcen bekommen, damit halt irgendwie entsprechende Teile kaufen können, dafür sorgen können, dass wir irgendwie Punkte machen durch verschiedene Wertungen, die wir uns so selber generieren können. Also da, wenn ihr sagt, ihr hasst Legespiele, könnt ihr euch das trotzdem mal angucken. Das ist weniger ein Legespiel als vielmehr ein richtig klassisches Euro, als es den Anschein macht. Dann Drei Schwestern, das wird auch leider bei Schwerkraft erscheinen. Das ist auch eine Zeit lang frisch im Gespräch, als es auf Englisch rausgekommen ist, habe ich auch den Verlag angefragt. Man bekommt leider aus dem internationalen Bereich auch nicht immer Antworten. Und das ist, wie man hier sieht, von den Fleet the Dice Game Machern. Und das mochte ich auch sehr gern, habe das wirklich gern gespielt. Und das jetzt hier mit so einem Landwirtschaftsthema könnte auch super spannend sein. Da könnt ihr, wenn ihr euch das zulegt, auch gerne mal berichten. Dann interessiert mich natürlich immer euer Feedback sehr. Dann Heiße Hexenkessel, auch da. Das Original ist bei AEG erschienen, Whirling Witchcraft, da konnte ich euch auch schon mit der englischen Version ein Video zu machen und da müsst ihr einfach nachsuchen, Whirling Witchcraft, vielleicht ändere ich das auch in den deutschen Titel. Das ist relativ sprachneutral, lege ich die Karten mit den Aufträgen, eigentlich, also da braucht man nicht viel Sprachkenntnis für. Das heißt, wenn ihr reingucken wollt, ob das was für euch sein könnte, könnt ihr euch einfach mein Video zur englischen Version angucken. Prinzipiell ein Video, wo wir uns auch so eine Ressourcen-Engine aufbauen. Wir haben ja immer Ressourcen in unserem Lager, wir können Karten aufspielen, wo wir so Tränke herstellen können. Das heißt, wir werfen dann die ganzen Zutaten in den Kessel, dann brauen wir daraus irgendwie andere Zutaten, die tun wir in den Kessel und geben die an unseren Nachbarn weiter, tun ihm also was Gutes, bekommen von unserem Nachbarn Zutaten und immer wenn wir die nicht mehr unterbringen können, dann geben wir die dem zurück. Und wer zuerst 5 Zutaten zurückbekommen hat, der hat die Partie dann gewonnen. Also ein nettes Familienspiel, das war in Essen letztes Jahr, glaube ich, sogar relativ weit oben auf der Fairplay-Liste, wo immer Leute vor Ort, ne, die Spiele, die sie gespielt haben, bewerten können und da war das irgendwie unter den Top 5 oder so. Ist halt auch so ein schönes Messespiel, hat man schnell erklärt, schnell gespielt. Ich habe da auch 2, 3 Partien von gespielt. Ist auf jeden Fall eher so im niedrigen Kennerlevel. Dann wird Kerker erscheinen. Das ist ein Spiel im Roleplayer-Universum, wie ja zum Beispiel auch Roleplayer oder auch der Kartograf. Hat aber davon ab gar nichts damit zu tun. Ne? Hier kann man sich mal auf Boardgame Geek das Spielbrett angucken. Im Grunde seines Herzens ist es ein Worker-Placement-Spiel, nur dass man irgendwie noch so einen Hidden Worker hat, mit dem man irgendwie anders irgendwie die Mehrheiten da abnehmen kann, habe ich mir nicht näher angeguckt. Die Rezensionen waren auch, oder die Kommentare, die ich mir dazu durchgelesen habe auf Boardgame, waren auch eher durchwachsen, klingt halt nach einem soliden Kennerspiel mit so diesem einen kleinen Kniff. Ja, auch vielleicht hat da ja schon jemand die englische Version gespielt von euch und kann dann im Kommentar unter das Video schreiben, wie er es so fand, aber sagt so, wow, voll das tolle Ding, oder halt ein Kenner-Worker-Placement-Spiel wie die meisten anderen. Da würde ich das vermutlich eher einordnen. Aber wie gesagt, gerne euer Feedback, wenn ihr da schon mal irgendwie, ne, vielleicht auf irgendeiner Messe oder so eine Version von gespielt habt. Dann haben wir Mechanischer Koloss. Das sieht durchaus nicht unspannend aus. Wenn wir uns da mal das Kickstarter-Video angucken, dann sehen wir, es ist halt so ein Tile-Laying-Game, ne, so Carcassonne-mäßig legen wir halt so Landschaften aneinander, wobei es hier das Innere eines Kolosses ist, so ein riesiger mechanischer Roboter, der irgendwie, ne, out of order ist. Das sieht eigentlich sogar ganz spannend aus. Das ist so ein Tile-Laying-Game, also wie Carcassonne legen wir so, ne, also nicht Landschaften, in dem Fall sind es so Räume, aus. Die sind im Inneren von so einem riesigen Koloss, der irgendwie total crazy ist und durchgedreht ist und wir müssen jetzt irgendwie da rein und irgendwie gucken, zur Zentrale kommen, ihn ausschalten und dann auch ganz schnell wieder rauslaufen. Und die Teile, die wir anlegen, die wir dann irgendwie erkunden können, da müssen wir diesen Ausschalter finden und immer wenn wir die irgendwie legen, kann das eben auch sein, dass bestimmte Funktionen getriggert werden, dass sich Teile halt drehen, verschieben, also so ein Logikpuzzle, dass man solo spielen kann, kooperativ spielen kann, kompetitiv gegeneinander spielen kann. Das sieht eigentlich gar nicht so unclever aus. Hat zwar bisher nur ein 6,9er Rating auf Boardgame Geek, aber das sagt erstmal noch gar nicht so viel. Es war ein Print-and-Play-Ding, das jetzt auf Kickstarter
war oder ist und jetzt dann eben bei Schwerkraft auf Deutsch rauskommen soll. Also wenn ihr Solo-Spiele mögt und so Logik-Puzzle-Spiele mögt, dann könnte man da auf jeden Fall auch mal reingucken. Dann geht's weiter mit Ökosystem Korallenriff. Ökosystem an sich ist ja ein super einfaches Draft-Spiel, bei dem wir einfach Karten draften, eine Landschaft legen von 5x5 Teilen und die hat immer bestimmte, ne, jede Karte möchte halt irgendwas Bestimmtes in der Reihe legen, nicht neben anderen, in der Nähe von irgendwem anders oder irgendwie bestimmte Mehrheiten haben und es ist super easy. Spannend ist eben immer, dass die Karten natürlich verteilt sind und man auch in den meisten Partien man nicht alle Karten benutzt. Das heißt, es kann sein, dass bestimmte Kartenarten in einigen Partien wertvoller sind als in anderen, weil sie einfach seltener drin sind. Und zu Ökosystem habe ich im letzten Jahr ja schon ein Video gemacht, das könnt ihr euch mal angucken. Wenn ihr wirklich einfache, gut gemachte Draft-Spiele mögt, dann ist das bestimmt ein schickes Ding. Ich habe mir das jetzt nicht näher angeguckt. Vielleicht gibt's da noch irgendwie einen kleinen neuen Kniff, aber auch da würde ich nicht damit rechnen, dass das irgendwie groß, krass, tiefgehend jetzt das Vielspielerspiel wird, sondern das wird immer noch auf dem locker, leichten Niveau bleiben. Vielleicht macht euch hier dieses Korallenthema ja mehr an als das Waldthema. Dann guckt euch das auf jeden Fall mal an. Dann haben wir hier als nächstes Reisende des Südtigris. Das ist eben auch wieder, ne, wenn man hier mal rank, na, das Artwork ist gar nicht so charakteristisch, aber wenn wir auf Boardgame gucken, sehen wir halt auch wieder, Sam Phillips hat da mitgespielt. Ich habe mir ein so ein 2 Minuten Kurzvideo angeguckt. Ha, ich gucke ja auch immer, wenn ich nach Rezensionen gucke, nach Videos, einfach nach so sehr kurzen Videos, wo ich einfach nur einen Überblick dafür bekomme und denke mir auch immer, ja, selbst so 2-3 Minuten Videos machen wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber das war zu knapp, da habe ich überhaupt kein Gefühl für das Spiel bekommen. Das sieht halt, also ne, das ist ja diese Westfrankenreich und Räuber der Nordsee Schiene, wo halt der Autor herkommt, und das sieht halt auch wieder aus wie ein Spiel, das auch so in dem Anspruchsgrad ist, das sicher auch ganz nett ist. Ob wir das jetzt heutzutage brauchen in der Welt, wo es viele, viele andere tolle Spiele gibt, mal gucken, mal ausführen, das wird sicher mindestens gut sein. Auch da werde ich wahrscheinlich meine Finger nicht dran bekommen. Vielleicht kann ich es auch fürs Spiel mal anspielen oder so. Mal schauen. Dann kommt Subterra 2 raus. Subterra 1 haben wir ja hier gespielt und das hat uns persönlich alle nicht umgehauen. Hier spielt das Ganze jetzt irgendwie in so einem Vulkan. Wird ähnlich funktionieren, dass wir halt auch da wieder kooperativ so ein Teillegespiel haben, wo wir halt auch so eine Landschaft aufsetzen, so ein Höhlensystem, wo wir dann eben was finden müssen und dann am Ende wieder rauskommen müssen. Und das ist jetzt einfach eine Variante davon, ne? 1 bis 6 Leute, kooperativ, dauert ungefähr eine Stunde. Ich sag, das Original war okay, hat mich überhaupt nicht abgeholt damals. Also wir haben das hier 1-2 Mal gespielt in unterschiedlichen Runden. Das war immer so, ja, nett, aber so der besondere Kniff war irgendwie nicht da. Aber natürlich haben auch da wieder Leute drunter geschrieben, dass sie es total gut fanden, dass in ihren Runden ganz gut ankamen. Und ich glaube, wenn man was Kooperatives sucht mit auch so einem gewissen Abenteuerthema und dass eben auch vielleicht Leute sind, die so Spiele wie Carcassonne schon mögen und mit diesen Plättchen legen und Landschaften auslegen, bestimmten Bezug haben, dann kann das schon ganz spannend sein. Wie gesagt, auch da fürchte ich, dass ich euch das nicht zeigen können werde. Dann gibt es auch wieder von Valeria jede Menge Neuheiten, und zwar die Belagerung von Valeria. Das ist ein würfelgetriebenes Tower-Defense-Spiel, wenn ich das mir hier auf Boardgame-Geek richtig angeguckt habe. Ja, steht hier, ne? Das ist Dice and Card Castle Defense Game, designed by Glenn Flaherty. Keine Ahnung, ob der noch mehr aus der Reihe gemacht hat. Meistens war es ja so bei den Valeria-Spielen, dass die irgendwelche anderen bekannten Spiele das Konzept von denen aufgenommen haben, Inhalt dieses Valeria-Thema eingebettet haben und dann nochmal irgendwie 1-2 neue Ideen dazu gedichtet haben, und das, ich weiß nicht, worauf das hier basieren wird, ich habe da in den Kommentaren nichts gefunden, aber die Spiele waren auch immer so im, sage ich mal, soliden Kennerbereich, keine Expertenspiele, sondern was, wo man sich einfach hinsetzt, das nicht runterspielen kann, und hier, wenn man natürlich sagt, Tower Defense macht einen an, kann man sich das mal näher angucken, gibt es auch bisher noch gar nicht so viele Infos zu, genauso Thron von Valeria, das ist dann ein Stichspiel, ne? Hier sieht man auch schon die ganzen Karten. Ein halsabschneiderisches Stichspiel mit Kartenfähigkeiten und wechselnden Wertigkeiten für 2 bis 6 Spieler. Würde mich auch mal interessieren, wie das zu zweit funktioniert, aber auch das werde ich euch wahrscheinlich nicht zeigen können. Aber das ist ja auch gar nicht so wichtig. Ne? Viele Leute wollen ja auch nur diese Videos gucken, um eben aufbereitet zu bekommen, was gibt es alles so. Wie immer geht, ihr könnt euch natürlich auch selber den Katalog von Kosmos angucken, auf Boardgame euch die Seiten angucken, aber ihr guckt halt diese Videos, weil ihr das Ganze eben halt präsentiert bekommen wollt, da nur draufklicken müsst, euch das einmal alles vorgestellt wird, dass auch so ein bisschen eingeordnet wird. Ne? Zu manchen Spielen, wie zum Beispiel im Ringkrieg oder auch hier Whirling Witchcraft, kann ich euch natürlich schon was sagen, weil die habe ich schon gespielt. Bei anderen Spielen weiß ich natürlich auch selber noch gar nichts drüber, aber ne, sowas wie 3 Schwestern guckt man vielleicht auch drauf und sagt, interessiert mich nicht. Aber wenn man dann gesagt bekommt, ja warte, das ist aber von den Leuten, die Fleet the Dice Game gemacht haben, anspruchsvolles Roll-and-Ride-Spiel, richtig gut, dann guckt man sich das Ganze vielleicht eher nochmal an. Ne, die Videos mache ich ja schon seit Jahren, ich finde es natürlich immer ganz schick, dass euch das interessiert, darum mache ich das natürlich auch gerne und ne, informiere mich natürlich
natürlich auch darüber. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich hier nur hinsetze und einmal das alles runterrattere. Ich gucke mir natürlich vorher schon mal die Spiele an, gucke mir eben auch teilweise Videos an und das hat dann auch schon so eine gewisse Zeit gedauert, bis man da auf dem Stand ist, dass man da ein bisschen was zu sagen kann. Natürlich könnte ich mir zu jedem einzelnen dieser Spiele, wo schon ganz viele Videos zu gibt, alle Kommentare, alle Rezensionen, alle Videos durchlesen, aber dann wäre man auch irgendwie bei einer Stunde, zwei Stunden pro Spiel und ja, das, ne, das ist immer so der Mix zu, ich bekomme schon ein Gefühl für das Spiel, kann euch hoffentlich vermitteln, worum es in dem Spiel geht, aber natürlich Leute, die schon gespielt haben, sich alle Videos dazu angeguckt haben, können das ein bisschen besser. Aber das könnt ihr dann ja auch einfach machen, wenn ihr sagt, hey, ne, das klingt spannend, interessiert mich, dann wisst ihr, ihr könnt zu Boardgame gehen, bei YouTube euch die ganzen Videos angucken und euch dann näher mit beschäftigen und dann überlegen, ob ihr euer Geld dafür ausgeben wollt oder eben auch nicht. Genau, das ist Thrones of Valeria, wie gesagt, ein Trick-Taking- und Rank-Manipulation-Game, 30 bis 45 Minuten. Dann Volldampf, das heißt auf Englisch, glaube ich, Whistle Stop. Das habe ich auf Englisch noch hier liegen. Ich habe das mit Till gespielt. Anfang des Jahres haben wir doch einen Livestream zugemacht. Das ist ein gutes, solides Engine-Builder-Kennerspiel, wo man halt mit diesen Luftschiffen irgendwie hier so einen Staudamm baut und irgendwie immer dran andockt und seine Leute auf Felder setzen muss. Und das hat durchaus Spaß gemacht. Da wollte ich auch mal noch mal ein Video zu machen. Aber ich dachte mir, gut, das ist jetzt die englische Version. Ich habe mir die nur ausgeliehen. Und dann liegen halt immer noch viele andere richtige Rezensionsexemplare rum bei Spielen, wo ich mich halt noch ein bisschen mehr reinsteigern möchte, wo ich euch halt auch nochmal ein fundiertes Video zu machen möchte. Daher ist das immer bisher ein bisschen außen vor geblieben. Aber das war solide, gut, hat Spaß gemacht, ein Spiel, das ich immer mitspielen würde, ein Spiel, wo ich jetzt nicht sagen würde, brauche ich zwingend, weil das irgendwie was krass innovativ Neues hat, aber wie gesagt, wir leben heutzutage in einer Zeit, wo es einfach mega krass viele Spiele gibt und auch die Spielegeschmäcker sind ja unterschiedlich. Ich sage jetzt vielleicht so diese Euro-Kenner-Spiele, ja gut, da brauche ich so die 1, 2, 3 im Jahrgang, die irgendwie rausstechen, die für mich irgendwas Besonderes haben, warum auch immer, Mechanik, Thema, und vielleicht sagt ihr, nee, ich finde solche Spiele total toll, ich möchte ja gerne 10, 20 Stück von spielen, wo ich halt sage, ja, so ein cooler Dungeon-Crawler macht mich total an, oder so ein Roll-and-Ride-Spiel oder was auch immer, wo ihr vielleicht sagt, naja, schön, dass du das toll findest, ist nicht meine Welt. Ne, da sind ja Spielegeschmäcker Gott sei Dank immer sehr verschieden. Dann haben wir hier, was haben wir da, Zellulose. Auch wieder ein Spiel aus dem Edutainment-Bereich. Die laufen scheinbar ganz gut bei Schwerkraft, halt nicht so in der normalen Spielerschaft, aber Schulen, Bildungseinrichtungen und auch, glaube ich, was, also die, was ich davon gehört habe, war, dass die eigentlich immer alle ganz gut sein sollen. Ne? Gibt ja auch Zytose und Genotype und was es da nicht alles gibt. Die kann man sich sicher auch mal angucken. Sagt, wenn ich sie mal in die Finger bekommen würde, würde ich euch die auch gerne zeigen. Und dann haben wir jetzt letztes noch Circadiana. Das scheint eine Erweiterung zu sein. Chaosordnung, Circadiana, ja auch ein Spiel im Kenner, oberen Kennerlevel, glaube ich, was auch, nach dem, was ich so von meinen Zuschauern gehört habe, eigentlich ganz gut angekommen ist, wo sich auch viele Leute auf Erweiterungen freuen. Habe ich auch noch nicht auf dem Tisch gehabt, werde ich euch auch nicht viel zu sagen können. Hat mich bisher auch noch nicht so wirklich interessiert, aber sieht schon so aus, als wenn da eine Menge drinstecken würde. Vielleicht ist es ja auch ein Standalone-Spiel. Ich weiß nicht, aber wenn ihr euch mit den Circadianern eh schon auskennt, werdet ihr es wissen. Wie gesagt, wieder ein sehr buntes Line-Up, ein durchaus gutes Line-Up, einige interessante Spiele drin, alle mindestens gut, zumindest die, die ich bisher kenne. Ich persönlich warte eigentlich noch auf Schlafende Götter, da habe ich jetzt zwar die englische Version schon und da auch ein paar Stunden schon reingesteckt, aber das nochmal auf Deutsch haben, das wäre schon echt nicht schlecht, also das werde ich mir dann wahrscheinlich auch nochmal auf Deutsch zulegen, wobei es gibt ja auch schon den Nachfolger, vielleicht dann auch erst dann den, mal gucken. Davon an muss ich sagen, mich ganz persönlich von den hier angekündigten Neuheiten würde mich eigentlich Drei Schwestern am ehesten interessieren, aber auch eben nur, ne, Free to Dice Game habe ich, um zu gucken, wie das jetzt hier so ist. Ansonsten bin ich mal sehr gespannt, was vielleicht noch angekündigt wird. Ne? Vielleicht kommt da ja noch die krasse Neuheit. Ne? Essen ist ja in diesem Jahr sehr früh. Erstes Oktoberwochenende und dann werde ich wahrscheinlich Anfang Oktober hier nochmal sitzen und euch sagen, so Leute, ne, ich habe jetzt schon irgendwie die ganzen zwei Monate über Essen, die ganzen Neuheiten, verlagsweise und laut Boardgame berichtet. Aber hier, das sind so noch die krassesten Nachmeldungen und dann ist da vielleicht auch noch was bei Schwerkraft bei. Werden wir mal schauen. Das war's dann einmal im Überblick, die Schwerkraft-Neuheiten, die bisher angekündigt sind. Wie gesagt, von denen, die noch aufstehen, die sollen irgendwann kommen. Damit könnt ihr also eigentlich fast jederzeit rechnen. Da könnt ihr auch einfach auf Facebook oder so dem Ganzen folgen, dann wird man da auch entsprechend informiert. Und ja, das war's dann von mir. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken, bis bald und tschüss!